gucken jetzt noch 15 Frauen versus Kelvin. Ich sage euch aber ehrlich jetzt direkt vorab, ich kenne diesen Kelvin nicht und direkt vom Thumbnail irgendwie, ich mag ihn nicht direkt, ja. Also ich hasse ihn nicht, aber irgendwie ich mag ihn auch nicht wirklich so. Keine Ahnung, ich gucke so sein Gesicht an und irgendwie sein Gesicht, so wie er lächelt. Seine Frisur, das passt mir alles nicht. Das gibt mir so Schüler-VZ-Vibes, wisst ihr, wie ich meine? Ich kriege so richtige Schüler-VZ, nicht Fuckboy zu heutigen Zeit, sondern Fuckboy zu Schüler-VZ-Zeiten-Vibes. Wir haben den Temptation Island Sack. Ja, guck mal, Bruder. Na, Bruder, ja, der sieht so aus wie ein Kassierer bei Penny, Bruder, ja? Der sieht aus wie eine Kassiererin bei Penny, nur die roten Haare fehlen. Calvin Klein, 15 Frauen im Speed-Dating gegenübergestellt. Das ist Calvin vs. 15. Jo, was geht ab? Ich bin Calvin und wir spielen heute 15 vs. Calvin. Hi. Wow, Digga, da war auf jeden Fall dick was am Wackeln. Also mein Tisch gerade. Digga, das Format ist einfach 1:1 von Sideman gerippt, ne? Von den Zeitmann. Das kommt trotzdem so gut an, Digga. Das ist geisteskrank. Jetzt stellt euch mal vor, das ganze Format auch genauso in lustig. Anton BRS, danke schön für den Resub im 5. Bruder. Kuss geht raus. Anna, ich bin 20 Jahre alt und vielleicht bist du meine nächste Temptation. Oh! Buh. Oh! Oh! Nur Wasser bei. Oh, krasser Spruch auf jeden Fall. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Ich komme aus Bochum, du? Aus Bochum, ich komme aus Aachen. Ist ja nicht weit weg. Nee, ist nicht weit weg. Schöner Schmuck. Danke. Deiner auch, ist auch Gold. Passt schon mal. Digga, die Leute dreht die zurück. Dankeschön. Seit wann bist du Single? Oder ich. Diese Aufnahme hier ist richtig krass. Ist ja nicht weit weg. Nee, ist nicht weit weg. Schöner Schmuck. Richtig krasse Aufnahme. Deiner auch, ist auch Gold. Passt schon mal. Digga, die Leute. Auf einmal diese Szene ist mit Nintendo DS aufgenommen. Hä? Richtig zurück. Dankeschön. Seit wann bist du Single? Seit 2 Jahren. Was? Fliegst du dich in Urlaub? Ja, der ist richtig, der ist aber auch ein Angriff. Der ist hungrig. Ich war schon im Urlaub. Wo? Dubai, Amsterdam und Ibiza. Okay, du bist weiter. Danke. Hä? Weil sie in Dubai und Ibiza war? Egal, da haben sich 2 gefunden. Ja, gönnen wir denen das. Hallo. Hi. Ich bin Lina, ich bin 18 und ich spiele Minecraft. Schau mal zu. Was ist Minecraft? Ach, dieses Spiel. Ja. Bist du Was ist Minecraft? Und in derselben Sekunde ist es ihm eingefallen, Chat. Lina, ich bin 18 und ich spiele Minecraft. Schau mal zu. Was ist Minecraft? Ach, dieses Spiel. Ja. Er hat selber gemerkt, der Cap bringt ihm nichts. Dieser Cap, oh, ich weiß nicht, was Minecraft ist, das glaubt ihm keiner, hat er selber in derselben Sekunde gesagt. Ach so, ja, das. Ach, ja. Das Spiel meinst du wahrscheinlich, oder? Meinst du was anderes? Ja. Bist du Gamerin? Ja, ich kann auch Fortnite tänzern. Wir machen mal. Was ist denn? Ach krass, Alter. Ja. Okay, und machst du so. Also kurze Frage. Ist er absichtlich so angezogen? Also so auf Spaß? Oder feiert er diesen Style? Ist das ernst gemeint von ihm oder nicht ernst? 1 in den Chat ernst gemeint, 2 in den Chat Spaß. Er meint das ernst, glaube ich. Er meint das, glaube ich, ernst. Was ist das für ein Outfit, Bruder? Dieses Tanktop sieht aus, als hätte er das von Zack Plus geschenkt bekommen. Die Kette, Bruder, sieht so aus, als hätte er die von irgendeiner Oma abgerippt. Die Frisur, die Cap, original Schüler-VZ-Zeiten oder halt von einem Flüchtling 1:1 nachgemacht. Boah, sein Gesicht kann er halt nichts für, ne? Da kann er nichts für, der Arme. Seine Bauchtasche? Original Louis Vuitton. Zeig mal, wie viel Geld drin ist. Die Hose, Röhrenjeans mit Risse hier? Boah, das geht gar nicht, ja, das Outfit. Und Schuhe geklaut von 187. Bruder, das Outfit ist ehrlich ass. Also ehrlich ass. Twitch und so? Streaming? Oh, hab ich mal manchmal, aber mein PC ist so kacke. Du, ich hab leider gar nichts mit Gaming zu tun. Ja. Ich kann mich leider mit Gaming gar nicht identifizieren. Es tut mir leid. Aber ehrlich, Digga, ehrlich. Ja, kann ich aber mit Ibiza identifizieren, Digga. Ja, Bruder. Ich kann leider nicht zocken, nur FIFA ein bisschen. Oh ja, ist auch gut. Und GTA. Auch gut. Also sie will nicht gehen, ne? Sie will nicht gehen. Ja? Ja. Ja, vielleicht sieht man sich mal online. Oh nein, die Arme, Digga. Ehrlich traurig. Warum ist sie nicht direkt gegangen, hä? Er
gebe mir jetzt gerade so Bausuchtfrau-Vibes. Das Profilbild. Wollt ihr auch mal bei einer Folge 5? Nein. 18 Jahre. Hallo, ich bin Nadine, 24 Jahre alt und ich habe dir was mitgebracht. Was ist das denn? Eine Brille? Oh, eine Brille? Ich hätte dir auch eine rosa-rote mitbringen können, aber die brauchst du bei mir nicht. Ach geil, wo kommst du her? Nähe Köln. Nähe Köln? Ach geil, Alter. Woher kommst du? Was sind deine Hobbys so? Was sind deine Hobbys? Unterschiedlich. Sport, Zock. Ey, dieses Gespräch ist so unangenehm. Was sind deine Hobbys so? Und die Antwort ist noch schlimmer als die Frage, unterschiedlich. Wie kann man unterschiedlich sagen? Du kannst ja sagen, du hast mehrere Hobbys, aber wie können deine Hobbys unterschiedlich sein? Am Dienstag ist das mein Hobby, am Samstag ist das... Ergibt keinen Sinn, die Antwort unterschiedlich. Zocken. Horror, Minecraft, also was. Also spielst du auch so viele Computerspiele? Ja, schon. Mehr oder weniger. Ich habe gerade die Vorgängerin deswegen rausgekickt. Machst du das dann nochmal? Wäre langweilig, oder? Wäre eigentlich ja, aber die Brille hat dich jetzt weitergebracht. Du bist weiter. Ja! Oh. Hi. Hi. Wie geht's? Alles klar? Ja, bei dir? Boah, ich sag dir ehrlich, ich hab bis jetzt keine einzige allein vom Aussehen weitergelassen, ja? Und ist ja nichts Schlimmes, ne? Also einfach nicht einmal mein Typ dabei gewesen. Ja klar, was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Sex. Okay, jetzt hätte ich sie aus Prinzip weiterlassen müssen. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ich bin ja mal dünner. Ich muss noch mal hören. Aber was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Sexy auf jeden Fall. Hä? Was bist du für eine Landsfrau, Türkin? Sexy. Wie? Was für eine Antwort auf Nationalität? Also hätte ich jetzt gesagt, Deutsch wäre nicht sexy gewesen? Hä? Der ist so seltsam, der Typ, ne? Er ist seltsamer als die Frauen, die reinkommen. Voll. Danke. Können wir mal Döner essen gehen? Ja, gerne. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein. Hat er gerade gesagt, dann können wir ja mal Döner essen gehen, weil sie Türkin ist? Bruder, was ist das denn für ein Racism-Riss-Chat? Racism-Riss. Dann können wir ja mal Döner essen gehen, weil sie Türkin ist. Boah, er dachte ehrlich, er hat sie jetzt mit dem Spruch. Sie rastet aus bei einem Dönerangebot. What the fuck, Bruder? Hast du Bock? Ja. Ja. Was sind deine Hobbys? Was war das, Digga? Was sind deine Hobbys? Was machst du so in deiner Freizeit? Partys. Partys? Okay. Partys? Ja. Ah, okay. Und kochen. Kochen? Ja. Kannst du gut kochen? Ja. Was denn so? Was kannst du am besten kochen? Bruder, natürlich Döner, Bruder. Was denkst du dir denn? Ayran kocht sie auch gerne. Was kocht sie noch gerne? Lahmacun, Adana. Das ist alles, was sie kochen kann. Mehr gibt's aber auch nicht. Kochen. Keine Ahnung, was du willst. Adana Kebab. Digga, the most racist riss I've ever heard, bro. Digga, er sagt einfach Adana. Sie soll ihm Adana machen. Bruder, das grillt man, Bruder. Tschüss. Ja, egal, du bist trotzdem weiter. Ja, lass ja, mal drücken. Ja, natürlich. Oh mein Gott, Bruder, sie sagt dasselbe, was mein türkischer Kollege zu mir im Gym sagt, wenn ich in der Hantelbank stehe. Lass mal drücken. Was ist das, Bruder? Das ist das weirdeste Gespräch, was ich in meinem Leben gehört habe. Und nach diesem Video, ich habe keinen Bock mehr zu streamen. Also ich bin so auf Ernst, Chat.
Ich bin so kurz davor, den hier zu machen. So kurz davor. Dieses Gespräch hat alle meine Nerven geraubt. Wie soll ich gleich noch auf Intros von euch reagieren? Es geht... Oh. Geil. Hallo, ich bin Liv, ich bin 8. Oh mein Gott, Bro. Warte mal, ich habe mal ein Spiel von ihr gespielt. Ich schwöre. Ich habe mal ein Spiel von ihr gespielt. Das ist das Spiel. Das ist das. Zwergnase, Bruder! Ist er das nicht? Ist er das nicht? Und wäre ich eine richtige Katze, würde ich alle meine neuen Leben mit dir verbringen. Boah, krasser Spruch auf jeden Fall. Ist das so ein... Ja, wie danke schön für den Zap. Und Finn, danke für den Zap im 8. Bruder, krass. Kinky-Outfit oder so? Nö, das ist ein ganz normales Outfit, so laufe ich auch rum. Ja, okay. Und wie kommst du dazu? Also, aber du bist jetzt nicht irgendwie... Wie kommst du darauf? Alternativer Kleidungsstil. Ah, okay, verstehe, cool. Boah, gar nichts verstanden. Goofy, ah, danke schön für den Resub im 5. Aber das erste Mal, dass wir was gemeinsam haben, ich checke hier auch nicht den Kleidungsstil, ja? Wie alt bist du? 18, 18 hast du gesagt, ja, ne? Genau. Du, leider, 18. Ich glaube, du bist dann, warte mal, 18. Ich bin 31, wie viele Jahre älter? 13. 13 Jahre älter. Leider zu jung, Schatz. Okay. Aber schön, dass du hier warst, ich danke dir. Er findet auch immer einen guten Grund, um abzusagen, ja, 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 ne? Hallöchen. Hi. Ich bin Lina, 23. Mario Götze. Und ich habe tatsächlich eben mein neues Bett aufgebaut und das wäre bereit für einen Belastungstest. Ja! Also heißt Sex beim ersten Date kein Problem, oder was? Ja, beim ersten jetzt nicht unbedingt. Okay. Beim zweiten können wir drüber reden. Und hast du irgendeinen Fetisch oder so? Das ist ja eine ganz, ganz vernünftige Aussage. Beim ersten doch nicht. Beim zweiten kann man... Beim zweiten geht! Beim zweiten geht! Das macht sich besser, Bro, Dicker. Die, das sind so diese Hose, also diese Minecraft-Hose-Chat-Schaufeln. Ich rede von Schaufeln gerade. Diese Schaufeln, die denken, okay, wenn man beim ersten Date aus Prinzip nicht macht, dann kann man beim zweiten, dann ist man vernünftig. Wie geht das? Wie kann man ehrlich denken, wenn man nur beim ersten Date einfach nichts hat, aber beim zweiten ist man vernünftiges Mädchen? Bruder, du hast... Ach, du hast um dein Leben gekämpft, dass du beim ersten Date nichts hast. Nur damit du beim zweiten Date direkt haben kannst. Du bist nicht vernünftig. Da so rede ich jetzt mit dir hier nicht drüber. Oh, ja, das ist stark angefangen, stark angefangen. Wie kommst du denn zu den kurzen Haaren? Mein Glätteisen ist kaputt gegangen und dann war ich sauer, dann bin ich zum Friseur und hab meine Haare auf 3 mm abrasiert. Auch mutig, stark. Krass. Weil ich mag echt, Kurzhaare ist gar nicht mein optisches Gefallen, nee, mit Kurzhaare, nein. Deswegen tut es mir leid. Nächste Mal. Ja, aber sie hat auch... Nächste Mal? Hä? Richtig stark, sie hat so getan auf so sexy Girl. Und ja, dann war sie immer super schein dann auch. Ja, echt? Bro, ich schwöre bei Gott, ne? Remi durfte nicht mehr dieselben Leute sexy nehmen. Sexy Girl? Ja. Und dann war sie immer super schein dann auch. Ja, echt? Und... Auf alles Revis DMs bei Frauen auf Instagram haben einfach nicht gezogen, ja. Es hat einfach echt nicht für die Richtigen gereicht, leider. Na, Revi, lass mich für dich Frauen klären für das Video, ich sag dir ehrlich. Hi. Hi. Ich bin Angelina, 22 aus Köln und ich würde mich freuen, die neue Muse für die neuen Songs zu werden. Was? Das ist eine Muse? Das ist eine Muse, hab was? Ich mir gedacht. Was ist eine Muse? Das ist die Inspiration für die Songs. Ah, okay. Bruder, sie inspiriert mich aber auch gerade zu einem Song. Aber wobei, den Song gibt es. Sie ist gerade meine Muse geworden, Chat. Sie ist gerade... sie wollte es, sie hat es geschafft. Sie ist meine Muse geworden, Chat. Oh mein Gott, doch. Oh mein Gott. Ich musste direkt an dieses Lied hier denken. Ja. Boah, achtet auf den Text, Chat. Achtet. Sagt, jeder ist seines verdient. Mein alt Gott verdammt ohne Perspoken sah. Das ist einfach, ich bin ein Jus, meine Hand geschwommen. Schon schön, wurde unbesiegt. Achtet auf den Textchat. Welch Dankeschön für den Satz. Ich in die Arme nahm. Reich und schön. Nein, das bin ich nicht. Ich bin der. Ja, Mann, Digga. Daran hat sie mich erinnert. Mich freuen die neue Muse für die neuen Songs zu werden. Was ist eine Muse? Das ist eine Muse. Hab was? Ich mir gedacht. Was ist eine Muse? Das ist die Inspiration für die Songs. Ah, okay, kannst du Songs machen?
Nein, aber du ja offensichtlich. Ja klar, aber finde ich cool, schon mal auf jeden Fall, dass du weißt, dass ich Mucke mache. Stehst du auf Romantik? Schon, ja. Was ist schöner, Sternenhimmel oder Sonnenuntergänge? Sonnenuntergänge. Falsche Antwort. Ich hätte jetzt gesagt, Sternenhimmel hätte ich weitergelassen. Leider falsch. Alles ich bin ein Sternenhimmel-Fanatiker. Kein Ding. Hi, ich bin Kia, ich bin 21 und wir können gerne mal zusammen ins Gym und danach kannst du beim Cardio meine Beine zum Zittern bringen. Hi, ich bin Kia, ich bin 21 und wir können gerne mal zusammen ins Gym und danach kannst du beim Cardio meine Beine zum Zittern bringen. Boah. Ey, krass. Wo du? Hast du den selber ausgedacht oder hast du den gegoogelt? Den habe ich mir selber ausgedacht. Krasser Spruch auf jeden Fall, den merke ich mir. Und was machst du sonst in deiner Freizeit so gerne? Ich bin gerne. Den merkt er sich? Will er auch sagen, da kannst du meine Beine zum Zittern bringen? Ist es da. Ist es, egal. Auf Autotreffen bei meinem Tätowierer. Was heißt Autotreffen? So Tuning-Treffen. Ich hab einen GTI, geil! Mein Gott, Bro. Würdest du gerne weiterkommen? Ja, gerne. Sehr gerne. Ja. Ja, komm, weiter. Ja! Ist gut, die waren gut. Auf Ernst, bei mir wäre keine weiter bis jetzt, ne? Hi. Hi. Vom Bildpotenzial. Ich bin Caro und für dich kann ich auch ein Ass sein. Oh, Ass? Verstehen, Poker. Ein Ass? Ja. Oh, krass. Hat sich jetzt auch noch gereimt, ne? Wie sieht dein Traumurlaubsziel aus? Warm, Strand, gute Laune. Wo war dein letztes? Mallorca war ich auch. Am Ballermann? Nee, da nicht. Ach so, einfach chillen eher. Ja, chillen. Du bist ja so chillig und so ja. Am Start, ne? Mhm. Ja, weil das ist ja Speed-Dating, wenn man nicht genug... Die ist bisher aber die beste, muss ich sagen, ja? Zeit. Ich darf leider nur liebe 7 Leute weiterlassen, deswegen tut mir leid. Kein Problem. Aber du bist cool, danke. Ja, wir sehen uns im Nether. Ey, wo? Wir sehen uns im Nether. Wo ist das denn? Minecraft, kennst du nicht. Also ich zock ja gar nichts. Ja, deshalb. Ist aber cool. Ach so, ja, okay. Alles klar. Hi, ich bin Lauren. Ich bin 24 Jahre alt. Oh, die sieht so aus, als würde die mich zusammenhauen. Als könnte die mich zusammenhauen. Nicht, die würde das nicht. Aber als könnte die mich. Und freue mich, dich kennenzulernen. Hi, geht's dir gut? Ja, und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Zockst du auch Minecraft? Das ist Teil dieses Formats. Diese Frage ist Minecraft. Früher, heute nicht mehr. Was zockst du heute? Gar nichts mehr. Ich guck nur noch deine Reviews von Temptation Island und alles. Ja. Revi hat's echt nicht geschafft, ne? Revi hat einfach Fangirls reingelassen, weil er keine anderen Mädchen klären konnte. Er hat einfach Fangirls von ihm reingelassen. Ja, da bin ich so ein Trash-Liebhaber geworden. Du bist jetzt auf Trash umgestiegen, vom Gaming auf Trash. So ist es, ja. Besser ist das. Leider nein. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Aber danke schön für den Support und danke, dass du hier warst. Hat mich gefreut. Wir haben ein Feldtreffen draus gemacht. Komm nach Hause. Willst du noch ein Foto machen? Wir haben ein Feldtreffen draus gemacht. Hallo. Hi. Hi, mein Name ist Sherry Ann. Mein Spitzname ist Sherry. Warum sind die auf den Bildern immer so... Also, ist nicht böse gemeint, ne? Aber ja. Hi. Nein. Hi. Nein. Hä? Aber wie kann das denn... Also nicht mal so, sondern nein. Hi. Mein Name ist Sherry Ann. Mein Spitzname ist Sherry und wenn dein Leben eine Erfolgstorte ist, dann bin ich die Kirsche oben drauf. Boah, ey, wo habt ihr alle die ganzen geilen Sprüche her? Galatasaray, danke schön für den Reset. Und du siehst ein bisschen orientalisch aus. Wo kommst du raus? Nee, ich bin nicht orientalisch. Komplett deutsch? Ich bin deutsch, ja. Nein, meine Mutter ist Philippinin. Philippinen, geil. Ja. Bist du auch manchmal da? War ich in der Vergangenheit oft. Er ist voll komisch. Er ist einer der ernst geil. Also ich sag auch ab und zu geil, aber... Bei Herkunft? Ja, meine Mutter ist aus Philippinen. Geil! Aber ja, jetzt habe ich andere Ziele. Ja. Ich wollte schon immer mal dahin, weißt du? Echt? Ja. Da kannst du mit mir hin. Ja, ehrlich? Ja, dann lass mal hingehen. Du bist weiter. Ja, super. Er hat auch so einen Typen, oder? Hamid, Meinung zu Sibirien. Geil! Hi, was geht? Hi. Du kennst mich doch schon, nur ich muss doch nichts mehr von mir erzählen, oder? Ja, doch. Was willst du denn noch wissen?
Welche schöne OP hast du schon? BWL, Nasen-OP. Ach, okay, krass. Sexy. Wusstest du das nicht? Nee. Hm. Du kommst aus Neos Köln? Ja. Ja, ja, du bist ja eh weiter, ne? Aber ich wollte trotzdem mal ein bisschen mit dir quatschen. Was? Klär uns auf! Was ist hier passiert? Ja, ich weiß. Hast du mich auch schon zu dir nach Hause eingeladen? Zu mir nach Hause? Ja. Hab ich das? Ja, zweimal. Zum Whirlpool. Aha, sie exposed ihn. Sie ist einfach nur gekommen, um zu exposen, Bro. She kind of savage. Im Whirlpool. Zu mir nach Hause? Ja. Hab ich das? Ja, zweimal. Zu Whirlpool. Ja? Ja. Wartest du noch? Ja, ich warte noch. Okay. Okay. Du bist raus. Okay. Nein, Spaß. Nein. Geil. Du bist weiter. Okay. Bist du nüchtern? Nee, du? Ja, immer. Geil. Was war das gerade für ein Fiebertraum? Lol, guck mal, wie sie aussah auf dem Bild. Andere Person einfach. Dad, das war die doch gar nicht. Geiles Tattoo. Hi, Kelvin. Hi. Ich heiße Astel und ich komme vom ADAC. Guck mal, wie sie ihren Namen gesagt hat, wie sie seinen Namen gesagt hat. Guck mal, hört mal hin, wie sie seinen Namen sagt. Hi, Kelvin. Hi, Kelvin. Er hat ehrlich Fangirls einfach nur eingeladen, Bro. Ich heiße Astel und ich komme vom ADAC. Ich muss dich heute leider abschleppen. Bin ich so aufgefallen. Ich darf nicht mehr schreien. Ich darf nicht mehr schreien. Der Witz war aber richtig geil. Der Witz war geil, ich darf aber nicht schreien wegen meinem Vermieter. Und funktioniert der auch? Wo kommst du her? Ich wohne in Köln-Mühlheim. Köln-Mühlheim? Hm? Ja, da kenne ich einige. Was machst du in deiner Freizeit? Sport, kochen, Bier brauen. So. Bier brauen? Mhm. Bier brauen? Ja, ja. Also kannst du dein eigenes Bier herstellen? Ja, ich kann mein eigenes Bier herstellen. Ach krass, ja. Heftig. Mein Problem ist, Bruder, wenn sie jetzt deswegen weiterkommt, ne, das ist... Ich kann leider nur... Ja, alles klar. Deswegen, das tut mir leid, aber richtig korrekt, Bier brauen. Schick mir mal eins zu, gerne. Das mache ich gerne. Super. Das geht eh nie. Aha. Bro, sie gibt mir ein bisschen diese Vibe von High School Musical, diese Hauptdarstellerin. Wie hieß sie nochmal? Vanessa Hudgens. Hi, ich bin Luisa und bin 23 Jahre. Ja, okay, ja, doch nicht. Alt und du siehst aus wie eine Stier und das doch, passt... Doch. Sie sieht ein bisschen aus wie Vanessa Hudgens. Zu Steinbock. Safety hübscheste bis jetzt. Aus, er lacht sie einfach aus. Ich mach so ein. Ist also Steinbock von deinen Sternzeichen. Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich nicht, aber ich kenne. Nein. Guckst du auf so Sternzeichen? Er denkt ehrlich, die Mehrzahl von Sternzeichen ist Sternzeichen. Ich dachte, solche Menschen gibt es ehrlich nicht. Diese Reality-TV-Menschen, die existieren ehrlich. Er sagt Sternzeichen. Das ist also Steinbock von deinen Sternzeichen. Ja. Guckst du auf so Sternzeichen? Eigentlich. Oh mein Gott. Nicht, aber ich kenne mich halt damit ein bisschen. Oh mein Gott, Chen. Aus. Okay, und was, ich bin Fisch. Kannst du mir irgendwas über mich sagen? Also tatsächlich passt das. Du bist ehrlich Fisch, ja. Man merkt das ein bisschen. So von deinem Äußerlichen gar nicht zu dir, weil die sehr schüchtern und eher in sich gekehrt sind. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube eh nicht an so einen Kram. Ja, ich auch nicht. Der nimmt sie gar nicht ernst. Wo kommst du her? Aus? Aus Hamburg. Aus Hamburg? So weit bist du jetzt? So weit weg? Nicht dafür, nein. Ach so, ja. Ich arbeite hier. Schade. Also arbeitest du hier? Ja. Als? Foyerleitung im Theater. Ja, was macht man da so? Sich so um die Gäste kümmern, alles. Gib mir Instagram, gib mir Instagram. Was so nichts mit den Darstellern zu tun hat, sondern in den vorderen Bereich. Foyer heißt das. Genau. Welche ist deine beste Vorstellung? Ach so, das ist immer das gleiche aktuell mit Moulin Rouge. Also, kenn ich auch. Das ist so sehr mit sexy Klamotten da. Ja, das wäre was für ihn. Du bist weiter. Was? Oh, okay. Wollen wir was? Bye-bye. Okay, danke. Ich hab... Okay. Danke. Wieso hat er sie ausgelacht? Das verstehe ich nicht.
Danke. Und sie hat es ja auch. Was ist das? Das sieht so aus wie diese Tutorials, wie man sich einen freshen Übergang macht, aber diese Überblendung wurde einfach übersprungen. Wir haben aufgehört nach diesem ersten Cut. Einfach Akku von Friseurmaschine ist einfach, vom Rasierer ist ausgegangen. Akku vom Rasierer ist einfach ausgegangen. Ausgelacht, das verstehe ich nicht. Okay. Okay, okay. Ja. Hi. Ja. Ich bin die Ilona, ich bin 33, wir kennen uns vom Party. Ich komme ziemlich am Ende. Anton BAS03 donated 100 Bits. Warum hat Revi aber ein Fischernetz an? Ich verschwende alle meine Bits, bis du es mir erklärst. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich hätte jetzt auch extra nichts antworten können, damit du weiter Bits spendest, ich weiß es nicht. Am Ende, weil das Beste kommt ja zum Schluss. Wir kennen uns vom Party? Natürlich. Wo haben wir uns zuletzt gesehen? Natürlich, sagt sie auch noch. Sehen? Diamonds. Ah, okay. Ich bin immer relativ gut dabei auf den Partys, deswegen. Ich sag euch ehrlich, ich krieg ein bisschen die Vibes, dass er bestimmte Sachen zu sich nimmt, ja. Die Vibes. El Alk, Digga, ich glaube, also irgendwie, keine Ahnung. So von den Vibes her hört sich das für mich nicht nach Alkohol an, ja. Natürlich. Wo haben wir uns zuletzt gesehen? Diamonds. Ah, okay. Ich bin immer relativ gut dabei auf den Partys. Bruder, relativ gut dabei auf den Partys, immer. Ich weiß nicht, was er damit meint, aber es ist... weiß nicht. Also, ja, egal, scheiß auf. Ich auch. Aber ich erinnere mich auf dich. Safe. Ich erinnere mich auf dich. Gerade eben hat er sich nicht erkannt, egal. Du kannst voll gut tanzen, ne? Kann gut möglich sein. Kannst du auch twerken? Bestimmt. Hast du schon mal Reality-TV mitgemacht? So ein bisschen. Ah, Bruder, es tut mir leid, ja. Es tut mir wirklich leid. Aber sie sieht echt gruselig aus. Darf man das heutzutage sagen? Sie macht mir ein bisschen Angst. Also wäre ich bei dieser Show, ich wäre, glaube ich, rausgegangen. Ich hätte so gesagt, nee. Also ich krieg Angst. Ich habe so Angst. Ich würde so nett zu ihr sein und so, und dann wäre ich sauer auf Revi, warum hast du sie reingelassen und so, ich habe Angst bekommen. Aber ich will nicht, ich wäre vor ihr nicht rausgegangen, weil ich hätte Angst, dass sie dann nachts wiederkommt, dass ich ihr Gesicht, oder ich hätte Angst, dass sie, ich allein diese Angst haben zu müssen, dass sie wiederkommen kann. Ja, ich weiß nicht. Wo? Ich war bei Andres der erste Staffel. Das Date im Bett, nur ein bisschen angezogen. Ah, geil. Geil. Das gucke ich mal auf RTL 2, ist bestimmt noch drin, oder? Ja, ja. Ja, cool. Da gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja, ich würde mal sagen, du musst weiter. Und danke. Die ein oder andere. Da war schon Vibe, oder? Aber du wusstest nicht, dass ihr euch kennt, oder? Doch, aber kennst du das nicht auf Partys? Aber wir haben schon so ein. Und dann, ne? Passiert halt mal was und dann kann man sich nicht mehr erinnern. Es war ja, wo ich dachte, das könnte verrückt sein. Also ich glaube dir in dem blauen Outfit. Ja? Haben wir auch ein Outfit, ne? Ja. Ja, ja. Ihr habt ihn verstanden. Sag mal. Aschkim. Kevin hat 8 Frauen in die zweite Runde gewählt. Bei dem Picknick lernt er sie genauer kennen und... nimmt 3 von ihnen in die finale Runde. Ins Bett. Boah, ich hätte mich auf diese Szene gefreut, ne? Aber nicht, wenn die Szene bei ihr ist, ja. Da? Hallo, na? Alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Ja, ich habe gesehen, du hast den Kuchen schon gegessen. Hat er geschmeckt? Ich hab... Bruder, die sah am Anfang voll künstlich aus. Jetzt ist sie auf einmal so die...
die größte Naturschönheit unter den ganzen anderen Anton, Frauen. Oh, ich ist 03. Ich soll ich dir mal ein Stück geben? Soll ich dir mal ein Stück geben? Ja, damit ist das Format. Du musst den auch probieren, ne? Ihr könnt mir allen nichts sagen. Ich hab da kein Problem mit. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Boah, wie in der Werbung so abgewissen hast. Wein in das Gesicht. Das Ding ist, auf Ernst zu sagen. Wein in das Gesicht. Okay, Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Okay. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, das Format ist gut, aber Bruder, was sind da für, was, also, oder, was ist das für ein Typ? Bruder, bei den Zeitmen sind wenigstens so Leute, die so relevant sind, wisst ihr, wie ich meine? Lecker. Schön, oder? Mhm. Geil. Du warst noch nie im Reality oder so, du kommst ja nicht so bekannt vor. Nein. Kennen wir uns? Wo würdest du am liebsten hinwollen? Are You The One. Ja? Mhm. Ist das dein Lieblingsformat? Schon, ja. Bald kommt die neue Staffel, ne? Hab ich gesehen. Wie findest du Sophia? Mega korrekt. Korrekt, ne? Ohne sie wäre die Staffel nicht so wie sie. Das stimmt. Ist, bevor die 30 Sekunden vorbei sind, erklär doch mal, was dein Typ ist. Mein Typ Frau? Mhm. Tatsächlich habe ich keinen Typ Frau. Oh, alles. Weil es gibt schöne Frauen mit, also schöne deutsch aussehende Frauen, schöne orientalische Frauen. Ich finde dann eher so ausstrahlend, Charakter ist halt sehr wichtig und so, weißt du? Findest du meine Ausstrahlung, mein Charakter? Sie will auch. Ja. Sie ist pushy, ne? Ja, ja. Also auf jeden Fall top, top, top. Ich darf nur 3 weiterlassen, es tut mir so leid. Oha, ich hab auch gedacht, er nimmt sie weiter. Alles gut. Es tut mir so leid, aber schön, dass du alles da warst. Alles gut. Meld dich mal. Mach ich? Der Vibe war halt, das war so ein bisschen unangenehm. Was ja, sie wollte zu sehr, ne? Ja, ja, ja. Lachst du mich aus? Nein, ich wollte nur, weil ich einfach Kuchen gegessen habe, heimlich. Erstmal muss ich sagen, gut, dass du meine Schwester rausgewählt hast, sonst gäbe es ja Konflikte. Moment mal, was? Die ist mit ihrer Schwester hier? Bei deiner Schwester hier? Ja. Wer war denn deine Schwester? Die mit dem Ass. Aber die ist ja weg. Aber die ist ja jetzt weg. Oh, habt ihr so Konkurrenzding oder was? Nee, eigentlich gar nicht, aber... Hattet ihr denn schon was mit demselben Typen? Nee. Noch nie? Nee. Hast du auch Geschwister? Ja, ein Bruder. Oh, versteht euch gut? Ja. Ja? Ja. Sehr. Wir hatten auch schon mal was mit derselben und so. Ja. Was machst du denn beruflich? Ich war Managerin im Marketingbereich und bin jetzt selbstständig. Als? Auch im Social Media Bereich. Management? Nee, nicht mehr. Sondern? Ja, so auch Twitch, YouTube und Co. Ach, krass. Und krass. Oh. Krass. Kannst du mir so einen Job bei Twitch besorgen? Einen Job bei Twitch? Du musst einfach anfangen. Ja? Ja, du hast doch schon eine Reichweite. Stimmt. Kannst ja auch IRL-Streams. Keiner wird gucken. No front, oder keiner wird zugucken auf Ernst. Aber ich bin kein Gamer, ich kann nein, nicht. Nein, du kannst auch IRL machen. Ja, Anton, BAS03, donate 100 Bits. Nein, ich lass einfach, Bruder. Fremdkerz 100. Du läufst auf Malle rum und pfiffst dich dabei. Wie? Gibt's das schon? Ja, natürlich. Ja, jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Haben deine ganzen Kollegen dir noch nichts davon erzählt? Das macht aber hier der Marc Eggers und so, ne? Ja, ja. Ach, die sag ich auch? Der läuft echt rum. Kannst beides machen. Ja? Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Was denn das gemacht hat? Frank hat gesagt, du bist gewarnt. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Jetzt hast du mich aber auf eine neue Idee gebracht. Deswegen schön, dass du da warst, aber ich kann nur 3 weiterlassen. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Viel Erfolg noch, ne? Bis dann. Wein in das Gesicht. Wein in das Gesicht. Spielerisches Gesicht. Spielerisches Gesicht. Spielerisches Gesicht. Spielerisches Gesicht. Spielerisches Gesicht. Und? Spielerisches hast du heute Gesicht. Nee. Spielerisches Gesicht. Gehst du noch? Spielerisches ja. Gesicht. Beine. Spielerisches Gesicht. Oh, ich hab gestern Beine. Spielerisches oh, ich hasse Beintraining. Ich liebe Beintraining. Ja? Ja, aber Rücken ist... Spielerisches Rücken Gesicht. Hast du dabei. Spielerisches nee, Gesicht. Ja, bei mir. Spielerisches so. Gesicht. Hab ich guten Rücken? Checke. Warte. Aha, jetzt war Pause genau, hat er gewartet. Ja. Ja? Ja. V ist da oder was sagst du? Ja. Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich bin der Letzte, der bei irgendwem sagt, ist, da wurde nachgeholfen, sag ich mal. Aber ich krieg bei dem schon so das Gefühl, dass er so nicht keine Hemmung hat, bestimmte Substanzen zu sich zu nehmen. Und wenn man bei bestimmten Sachen schon keine Hemmung hat, dann hat man bei im Gym auch keine Hemmung, bestimmte Substanzen zu sich zu nehmen. Wisst ihr, wie ich meine? Geil. Müsst du schon Kuchen? Nee, aber ich würde den Hugo nehmen. Also auf jeden Fall, also es wäre sehr, sehr krass, wenn er das naturell macht und so und sich gesund ernährt und so, wäre ich auf jeden Fall sehr stolz auf ihn. Aber Alkohol schon mal ohne. Ah, ja, egal. Was? Der Zuko, Alter. Ja, klar. Aber ne, nur nüchtern trainieren. Ja, natürlich. Aber so, ja, ich bin so voll das Fitness-Girl, dann gib mal den Hugo rüber. Aber schön, dass du hier bist. Ich stoße mit dir an. Freut mich. Ja, voll. Ja, voll.
Ja. Gehst du oft feiern und so? Ja. Wo? Ballermann in Mülheim. Och, ja. Warst du da, als ich da war? Nee, leider nicht, ich hatte Nachtdienst. Ja, Ballermann Mülheim ist ein geiler Laden. Ja, geht, ne? Ich muss leider Schluss machen, die sagen mir von außen. Ist okay. Es tut mir leid, nimm den Hugo mit, aber ich muss leider nein sagen, ich darf nur drei Leute weiterlassen. Ist okay, mein Herr. Was? Ist okay. Aber die haben doch geweint. Er hat so ein riesen intimes Gespräch und das wird so, als würden die heiraten, dann sagt er nein. Ich glaube, der will gar keinen guten Charakter. Der will nur den Kuchen essen. Der knallt sich den Apple Pie rein, Alter. Der ist wirklich, der halbe Kuchen ist weg, Mann. Ja, wir zählen die Türke. Hi, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Kann ich dir irgendwas Leckeres zu essen oder zu trinken anbieten? Gern so einen Keks. So einen? Nein, doch lieber so eine Weintraube. Ach so, warte, komm her. So. Oh, Gentleman. Nice Gentleman, Digga. Er macht nicht mal ab. Er reicht nur. Ja, nice. Ja, normal. Willst du einen Hugo? Raufen? Wollen wir uns nicht über unterhalten? Ja, ich wollte erst nur höflich sein, das ist ja okay, alles. Okay, dann machen wir mir einen Hugo. Ja, okay. Du kommst aus Bielefeld. Genau. Bielefeld gibt's gar nicht, habe ich gehört. Ja. Okay, ich hab's nicht gesagt. Diesmal habe ich's nicht gesagt. Ich bin ja öfters hier, also ist ja meine zweite Heimat sozusagen. Ja, Köln? Ja. Was machst du denn nochmal hier? Drehen. Was denn? TV. Was denn? Ich bin ja aus der Medienbranche. Aber was machst du denn genau? Eigentlich alles. Also ich mache Filmregie, ich bin Videografin, ich bin vor der Kamera. Bruder, das Ding ist, das sagen die Unerfolgreichen, sagen ja, ich mache alles. Wenn du so erfolgreich mit einer Sache bist, dann machst du so genau eine Sache. Weißt du, wie ich meine? So ein bekannter Filmregisseur würde einfach sagen, er ist Regisseur. So einer, der so einfach gar nichts macht, so sagt einfach alles. Vor der Kamera. Ich bin... So, die würden gern irgendwas machen, hat aber noch nichts geschafft und deswegen macht sie alles und ist deswegen oft in Köln. Ein Werbemodel. Ich bin vor und hinter der Kamera, genau. Ach, krass. Ja, für verschiedene Brands. Boah, das ist immer krass. Wofür bist du Model? Ja, für verschiedene Sachen. Boah, schwer. Für? Und zum Beispiel, also ich mache viel für Kataloge. Ich mach, Kataloge. Bruder, sie sagt nicht ein genaues Beispiel, ne? Das ist krass. Ich bin Fußballer, ja, für viele Vereine. Ich war schon in mehreren Ligen, auch in guten Ligen. Hab schon viele Verträge gehabt. So redet sie. So unterwegs wahrscheinlich. Nein, ach, gar so. Nicht. Okay, nein, sorry. Schon seriös. Seriöse, gute Sachen. Aber nicht so welche, sag ich. Und Dating-Geschichten? Habe ich gemacht. Hat sie auch gemacht, Leute. Take me out. Wusste ich doch. Ich krieg von außen, seit die eine Minute ist um. Ach, ich darf nur drei Leute lassen. Sei kein Arsch. Okay, warte mal ganz kurz. Ihr Insta ist doch bestimmt hier, oder? Ja, okay. Wie hieß sie, Chat? Wie hieß sie? Nee. Oh mein, was war das für ein Bild, Digga? Photoshop einfach. Wieso nicht? Das ist diese Vanessa Hutchins. Ist sie das hier? Nee. Ziggy. Ja, nice. Das ist die bestimmt. Das könnte die sein. Köln. Sie, ja, Bruder, sie hat... Boah. Sie hat sich so krass hochgeredet, Chat. Sie war in so vielen Serien, in so vielen Filmen, in so viel dies, das. Sie hat 182 Follower, Digga. Hinter der Kamera, vor der Kamera, Regie für Filme. Sei kein Arsch! Scheiße. Komm, du bist weiter. Das ist die nicht. Dankeschön. Warte. Hi, da bin ich wieder. Da bist du wieder. Kann ich dir irgendwas lecken? Seriös. Aus Bielefeld, ja, aber sie meinte, sie kommt aus Köln. Also sie ist so oft in Köln, dann schreiben die Leute, schreiben Köln in ihr Status. Scheiße. Melina war das? Es gibt gar keine Melina. Das war die... Lina? Nee, das war die, Digga. Ja, das war die. Komm, du bist weiter. Dankeschön. Gerne.
Na? Hi, wie geht's? Gut, dir? Oh, hallo, hallo, hallo. Ah, ja. Ja, hast du mich vermisst? Natürlich. Darf ich dir irgendwas anbieten? Nee, ich esse nichts, ich gehe gleich zum Training. Echt, was machst du dann? Ja, Ganzkörper, also. Boah, ihr macht Ganzkörpertraining, hat aber ein BBL gemacht, ihr Oberkörper, ihr habt alles an dem Körper gemacht, aber geht trainieren. Alles Ganzkörper? Trainieren. Ja. Seit wann bist du eigentlich Single? Seit 2 Jahren. Okay. Und du? Seit Temptation Island. Ja. Ja. Richtig. Du wohnst ja in Köln alleine, richtig? Nee, ich wohne nicht alleine, ich wohne auch mit Familie zusammen. Mit Mama und Papa? Ja, und meinem Bruder. Ach krass, ja geil. Ja, so wie du. Du haust ja mehr Sachen über mich raus. Digga. Das ist ich selber, wa? Soll ich damit aufhören? Nein, kannst du ruhig machen, aber so die Whirlpool-Einladung hätte auch privat bleiben können. Ja, es tut mir leid. Ist nicht schlimm. Im Gegenzug lade ich dich mal zum Whirlpool ein. Hast du auch einen? Ja. Was denn für einen? Wir haben so einen Swim-Spa mit Pool, Whirlpool und Beheizbar und alles. Was hat die? Du lernst ja auch deine Eltern direkt kennen. Ja, oder lernst du dich einen, wenn du sturmfrei hast? Ich habe nie sturmfrei. Nee. Meine Eltern sind immer zu Hause. Sind die nicht im Urlaub dieses Jahr? Wir waren schon im Urlaub. Ja, dann sehen wir uns doch sowieso. Dann sehen wir uns doch sowieso. Wir sehen uns ja sowieso. Ja, schlagt euch. Da gebe ich 2 anderen Mädels die Chance, hier noch weiterzukommen und wir sehen uns sowieso. Okay. Ist das alles cool, klar? Ja, können wir so machen. Das ist gar nicht der Sinn des Vereins. Jetzt kommt die mit dem Blauen. Ja, er legt sich schon hin. Ein bisschen so diese Position. Ja, das muss die mit dem Blauen sein. Oh, der Blick! Das muss die mit dem Blauen sein. Ja. Hi. Na? Na, wie geht's? Gut, und dir? Gut, und dir auch? Willst du Hugo trinken, ein bisschen Alkohol? Ja, aber... Na, wie geht's? Sie sagt gut und dir, er sagt gut und dir. Hä? Hi. Na? Na, wie geht's? Gut und dir? Gut und dir auch. Hä? Gut und dir auch? Hä? Egal. Willst du Hugo trinken, ein bisschen Alkohol? Ja, aber ist sie sauber? Ich hab neu hingeschaut. Natürlich trinkt sie doch nur Ulu da, Bruder. Überleg doch, sie war doch Türkin. Überleg doch mal. Stell dir, ja, die sind alle jede Runde neu. Ja, komm. Ich habe extra schon mal eingeschaut, weil ich dachte, damit wir stoßen auf jeden Fall an. Ja? Ja, klar. Auf was denn? Auf uns. Ach so. Ja, natürlich. Auf den ganzen Ey, ist das deine richtige Aufgabe? Ja, siehst du. Wo gehst du am liebsten essen in Köln, Döner? Kolbstraße. Geil, ne? Ja. Ey, komm wieder mit, wo gehst du am liebsten Döner essen, Bruder? Mein Bruder, du darfst mit einer Türkin auch über etwas anderes reden als Döner. Ehrlich, die kennen auch andere Sachen als Döner. Ehrlich und Adana. Die kennen auch andere Sachen. Vertrau mir auf Ernst. Ja. Da müssen wir unbedingt mal hingehen. Ja. Und wo gehst du am liebsten Urlaub machen in der Türkei? Seine Themen sind ehrlich racist, Chat. Die Themen, über die er redet, sind racist. Ich komme nicht mehr drauf klar. Wo geht sie am liebsten Urlaub machen in Türkei? Aschkim? Antalya. Canım. Du kannst richtig krass türkisch so gut reden. Oh, bitte, lieber Gott, bitte. Er hat 3 Themen aufgegriffen. Wo gehst du am liebsten Döner essen? Wo machst du am liebsten Urlaub in Türkei? Kannst du richtig türkisch reden? Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ehrlich. So, ne? Ja. Magst du kuscheln? Ja. Oh mein Gott, okay. Magst du kuscheln, immerhin. Wer? Ja. Ich auch, ich schwöre. Boah, er findet die so gut. Können wir vielleicht testen. Was passiert hier? Ja, gerne. Dann kuscheln wir bald, haben wir uns verabredet. Erst Döner essen, dann kuscheln. Ja, und dann? Was du willst. Reinspazieren. Reinspazieren? Ach so, ich hab das verstanden.
Ach so, am Rhein spazieren. Ja. Ach so. Was hast du denn verstanden? Rhein spazieren. Ach so. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Aber kann auch zweideutig sein, ja. Das war sehr zweideutig. Hast du Haustiere? Ja. Was für ein? Ein Hund. Welchen? Chihuahua Pinscher. Wie heißt er? Diva. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was? Halt die Fresse. Nein, die ist nicht. Würdest du gern weiterkommen? Ja. Ja, natürlich. Ja. Boah, mir wird langsam heiß. Mir auch. Mein Bruder, ist das nicht die Letzte, als ob er sie weiterlässt auf Ernst? Apropos heiß. Apropos heiß, sie ist da. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut. Kann ich dir was zu trinken anbieten? Bitte. Boah, bin ich dumm oder ist sie mindestens 50 Jahre alt? Hugo? Hugo. Was trinkst du sonst so? Hat sie ihr Alter gesagt, Chat? Champagner. Oh, gehst du auch so auf Yacht und so? Ab und zu. Hast du nicht gehört, dass sie sagt Dubai und so am Anfang, ne? Gehst du gerne mal hin. Was geht so in Dubai? Wie ist die Lage? Gut. Sie sagt, sie hat mal Urlaub in Dubai gemacht. Sie meinte 33. Ey, sie sieht viel älter aus, ja. Was neu, danke schön für den Prime-Sub. Er sagt einfach, wie ist die Lage in Dubai? Als wäre sie die Präsidentin von Dubai. Oder als würde sie dort wohnen. Ja? So warm. Macht Spaß. Cheers. Macht blau, ne? Schön, dass du hier bist. Wie, legst du viel Wert auf Familie und so? Ja. Ja? Hast du Kinder? Ja. Wie viele? Eins. Cool. Und sie hat ein Kind und geht twerken im Club. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht im Leben. Aber also mich wird das nicht glücklich machen im Leben. Ich bin auch keine Frau, ich weiß nicht, wie cool twerken ist. Kann sein, dass es richtig cool ist und dass man das auch machen will, wenn man ein Kind hat. Haustiere? Auch. Was denn? Ein Hund. Was für ein? Pomeranian. Und wie heißt der? Maya Moncler. Maya Moncler. Geil. Ja, stimmt. Deine Hobbys sind ja auch Tanzen und so, ne? Leidenschaftlich, ab und zu. Leidenschaftlich. Kannst du mir eine Einlage geben? Was willst du sehen? Twerken? Ein bisschen. Bisschen? Ein bisschen. Geil. Was? Geil! Ja. Das sah so Müll aus. Das war nicht leidenschaftlich. Läuft. Du bist weiter. Okay. Oh mein Gott. Er hat sie weitergelassen. Ich habe Augen zugemacht. Hallo? Oh, hi. Hi. Scheiße, ich hab dich. Die ist die Beste. Sie ist die Beste. Ich hätte gewünscht, er hätte sie rausgewählt, dann hätte ich auf Instagram geschrieben. Ich gedacht, wir wären jetzt schon durch. Fass sie nicht an! Fass sie nicht an! Aber das war ja echt, da wirklich so für mich meine Favoriten. Ach nee, danke. Ja? Ja, nee, du hast mich vergessen. Zack. Magst du ein Stück Kuchen? Ach nee, danke. Ey, der ist voll. Mir ist der Appetit vergangen. Ehrlich, wieso? Ja, bin jetzt raus. Scheiße, ey. Aber, Mann, Hugo? Nee, danke, ich bin ein bisschen erkältet. Echt? Mhm. Scheiße, ey, ich bin so ein Idiot, ne? Ach, alles gut. Ist doch nicht schlimm. Du hast ja drei gute ausgewählt, die passen zu dir. Findest ich glaube, ich bin eben. Die passen zu dir. Ja! Richtig rein da, ja! Boah, sie ist die beste, Chat. Bisschen zu jung für dich. Wie alt bist du denn? 23. Ach so. Mein Alter. Das ist mein Alter, Chat. Oh, ja. Ja, ja, die genauso. Das ist ja noch im Rahmen. Ich habe jetzt gedacht, irgendwie 18 oder so. Mhm. Wie alt war dein letzter Ex-Freund? Ich hatte keinen. Wie?
Hast du noch nie einen Freund gehabt? Nee, ich habe keinen Ex-Freund. Warst du noch nie in einer Beziehung? Mhm. Wieso? Weiß nicht, war nie der Passende da. Ehrlich? Mhm. Ich kann das. Ja, weiß nicht. Ich hab ein paar Ansprüche. Welche denn? Ja, also ich achte eigentlich hauptsächlich so auf Humor, auf wie diese Person mit anderen Leuten umgeht, wie sie mit meiner Familie harmonieren. Ja, das ist auch richtig so. Finde ich gut. Ja. Scheiße, Alter, jetzt ärgere ich mich. Bruder, bitte, zieh dein... Ach, egal, scheiße. Ich sag nichts mehr zu ihm, ja. Ja, alles klar. Ansonsten, pass auf dich auf. Mhm, danke, du auch. Ja, und wenn du mal keine Beziehung hast, sagst du Bescheid. Bruder, sie hat doch gar keine Beziehung. Was war das für ein Ass-Satz? Sie hat keine Beziehung. Wie, wenn du mal keine Beziehung hast, dann sagst du Bescheid. Der Satz war so scheiße. Sie hat doch keine Beziehung. Und sie hat nur... Ach, ja. Ja, mach ich vielleicht. Okay, das hat mich gefreut. Ciao. Ciao. Wer ist euer Favorit denn für mich? Boah, Bro. Doch, ihr Blau. Also wir Blau. Blau. Safe, Blau. Safe, 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 so weit, ja. Ehrlich? Ja. Wir dachten, ihr seid verliebt, Digga. Wir haben dachte, eine Schauspielerin, die Digga, wir haben gedacht, dass ihr wirklich ein Paar sein könnt. Ja, ja, ja. Digga, also man hat das Gefühl, wirklich, der Vibe ist so da. Nächstes Jahr Temptation Island. Seid ihr da? Ihr zwei, Digga, als Paar, wirklich jetzt. Ja, ehrlich? Doch for real. Wir haben die ganze Zeit gelacht. Die ganze Zeit dieses... Yeah, yeah, yeah. Aber du kennst sie nicht, oder wie? Nee. Nee. Und was ist dein Favorit? Was sagst du? Ich gucke jetzt letzte Runde, Alter, im Bett. Ist normal. Wer am besten im Bett ist. Oh. Okay. Also, Bro, ja, okay. Okay. Man muss geh voll ran, geh voll ran, let's go. Hol sie dir. Hi. Ja. Komm her. Ist es schon heiß, oder? Was sagst du? Nein, Spaß. Was geht? Also, frag doch. Geiler Witz, ey. Du schon heiß bist. Ja, na klar, und du? Ja, du sowieso, ne? Ja. Da brauchst du mal ein bisschen Platz? Das ist irgendwie doof, ja, ne? Komm, das ist voll unbequem irgendwie. Ne, alles gut so. Ja, also ich stand normalerweise ziehe ich schon mal meine Schuhe aus dem Bett, weißt du? Ey, what the fuck? Das ist okay. Wie, worauf stehst du denn so? Wie, wat, wo, wat, im Bett. Wild, abwechslungsreich. Ja? Ja. Echt? Ja. Wie stehst du zum Küssen beim ersten Date? Das kann man machen, wenn es passt. Okay. Was ist deine Lieblingsaugenfarbe bei Männern? Blau. Nein, wirklich jetzt. Ja? Ohne Spaß, ja. Magst du blaue Augen? Ja. Okay, krass. Aber die Kreuzfahrt durch die Karibik mache ich jetzt auch noch. Kreuzfahrt durch die Karibik? Das ist mein nächstes Ziel. Ja, krass, Mann. Hey, mit Schiffe fahren. Hä, wer hat denn gefragt gerade? Wurde es rausgeschnitten? Ich hoffe mal, sonst wäre es weird gewesen. Ich geh nur auf Partyboot. Hey, die haben auch Partys da oben im Deck. Ja, ich bin einmal nach Bahamas damit gefahren. Das war mega cool. Partys, trinken, Pool. Oh. Hey. Oh. Echt? Ja. Genau dein Ding? Ja, voll. Meinst du auch? Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Mhm. Ich weiß schon, dass ich es wahrscheinlich nicht bin. Warum? Habe ich so ein Gefühl? Ich bin gespannt. Ich auch. Vielleicht überrascht du mich ja. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Oh, es wird spannend. Bruder, es tut mir leid, ich roaste in diesen Videos zu krass. Aber Bruder, wem soll ich denn hier in dieser Folge Props geben, außer diesem einen Mädchen, was aussah wie Vanessa Hudgens? Das geht nicht. Hey. Hey. Oh, auf dich hab ich ja schon gewartet. Jahrelang oder nur für den Moment? Mein ganzes Leben lang schon. Wie geht's? Alles klar? Ja, mein. Ja, klar. Kuschelst du gerne? Ja. Ich auch, ich mag das, ich liebe das. Ich liebe dich in deinen Arm, was willst du noch? Ja, krass. Worauf stehst du so im Bett? Wir sind verliebt, wir sind in Love, Mann. Wir sind schon als Paar hier angekommen. Muss ich das sagen hier? Nein, 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 musst nicht. Ich wollte nur fragen, weil wir sind im Bett und deswegen ergibt sich die Frage so einfach, weißt du? Auf was ich stehe? Ja. Auf alles. Alles? Ja, alles ist gut, ne? Ja. Und wie ist, guck mal, stell mal vor, du hast dein absolutes Traumdate, ne? Wie sieht dein absolutes Traumdate aus? Mit dir irgendwo am Strand liegen. Am Strand liegen? Ja. Tags oder abends? Beides. Ja, wann warst du denn zuletzt am Strand? Ich war voll Ewigkeit nicht mehr am Strand. Ich muss unbedingt nicht wieder an den Strand. Sollen wir zusammen? Wann denn? Demnächst. Ja, können wir machen, ja? Wie hieß die Chat? Wie hieß die Chat? Weiß noch einer, wie sie hieß?
Die Frau. Lina? Ist sie das? Das ist sie nicht, Bro. Türkin. Selina? Das ist sie, glaube ich, ne? Ist sie das? Ist sie das, Chat? Ja. Wo denn? Wohin denn? Weiß nicht. Na, Goldstraße. Ja, wäre ich dabei. Ich auch. Ja. 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 Ich bin mich da ist der echt warm in diesem Teil hier? Ja, schon. Das, also, ja. So war das jetzt nicht gemeint, ich schwöre. Ja, krass. Und wenn du einen Wunsch frei hättest in deinem Oder Leben, welcher wäre das? Sein Nippel fuckt mich so krass ab, Digga. Sein Nippel fuckt mich so krass ab, ne? Ehrlich jetzt. Boah, zum Glück wurde er hier nicht verlinkt. Einfach mit dir. Ja. Wie, einfach mit mir? Einfach mit dir. Du einen Wunsch frei hättest in deinem Leben, welcher wäre das? Einfach mit dir. Ja. Wie, einfach mit mir? Mit dir sein. Ehrlich? Ja. Oder bist du schon flachsen? Nein. Nein. Nee, ehrlich? Ja. Boah, krass. Voll süß, Alter. Echt? Krass. Und kennst, guckst du auch so YouTube und so manchmal? So dich. Chad, ich mach es. Ist mir egal. Ich mache. Okay, gut. Nur noch mich gucken. Ja. Okay, Aschkim? Tamam, canım. Ich muss leider Schluss machen. Noch nö. Oh, doch. Das war mal kurz. Das war kurz, ne? Ja. Aber, ja, wir sehen uns ja wieder. Ja? Na klar. Wir gehen noch Dings essen. Jetzt. Döner. Tamam, okay. Okay. Ja, okay, dann gleich habe ich die Entscheidung, ne? Ja. Und dann okay. Okay. Tschüss. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, und dir? Ja, klar. Magst du auch ein bisschen chillen? Ja, aber es ist zu warm zu kuscheln. Ja, das stimmt, ja, hast du recht. Das Ding ist cool. Bitte, man hat nichts gesehen. Magst du auch ein bisschen chillen? Ja, aber es ist zu warm zu kuscheln. Ja, das stimmt, ja. Hast du recht. Das Ding. Digga, ja, wollt klar. Ihr mich verarschen? Magst du auch ein bisschen chillen? Digga, das ist jetzt über 400.000 Euro, weil es ja das zu warm gesperrt wurde. Zu kuscheln. Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. Das Ding ist. Ja, cool, stimmt, das geil, ja. Bist du eher Beziehungstyp oder so? Single Gun. Ich war tatsächlich immer in einer Beziehung. Ich bin seit 2 Jahren das erste Mal Single am Stück. Ja. Oh, krass. Ich war auch verheiratet. Ehrlich? Ganz früh geheiratet. Wie viel? Ja, mit 18 geheiratet damals. Tschüss. Mit 21 Mama geworden. Boah, aber da warst du richtig früh alles, ne? 18 geheiratet. War das in Deutschland oder war das? Das ist mein Landsmann. Ach so. Ja. Ja, krass. Aber ja, geil. Also. Ach so. Entschuldigung. Sag mir das doch. Sorry, ich. Wenn du. Worauf stehst du so im Bett? Ich bin dominant. Boah. Also, ich setze mich dann auf dein Gesicht und ich. Hey, Scheiße, wie lange ich da sitze. Yo, what the fuck? Boah, okay, das ist eine Ansage, Alter. Ich. Hab mich gefreut, dass du hier bist. Hier immer noch warst. Am Ende habe ich eine Entscheidung. Und ich schreibe mir das jetzt alles nur durch den Kopf. Jetzt gehen wir. Hä? Hier rüber. Und wir schauen mal, wie er sich entscheidet. Let's go. Okay, was sagst du? Wie lief's? Ich fand lief okay, ne? Lief Bro, gut. Du hast da abgerissen. Das haben wir noch nie gesehen so. Oh ja, Mann.
Hoffentlich auch nie wieder. Was denn? Dass dir so viel los war auf einmal. Eine Tanz, du bist da fast am Küssen und so. Ja. Stabil. Ja, man muss ja mal gucken, ne? Ja, hast du dir Gedanken gemacht? Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, waren also alles drei Top-Mädels. Na klar, alle 15 waren top. Alle 15 waren top. Sowieso. Alle 15 ne? Top-Mädels auf jeden Fall. Ja. Super, super, super. Die drei speziellen auch nochmal. Wollen wir sie nochmal kurz reinholen? Ja, gerne. Okay, kommt nochmal kurz rein, Ladies. Du musst dich jetzt entscheiden, ne? So auch optisch komplett verschieden. Ne? Ganz unterschiedlich. Deswegen, ja, kann ich mich nicht festlegen. Ne? Ich finde sowas, so verschiedene Arten Frauen toll. Ja, ne? Aber wo war jetzt der Vibe am meisten? Ja, wenn ich, soll ich mich jetzt entscheiden? Nur ob sie dann schon für den Restart im zweiten. Fall entscheidest du dich jetzt, es wird jetzt so passieren, du entscheidest dich und wir gehen einfach. Wir gehen. Ihr bleibt hier, ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir gehen dann. Ja? Ja. Also, ich glaube am besten gewibed hat es mit Selina im Blau. Oh! Warte auch. Alles andere, weißt du? Setzt euch hin, macht euch eine schöne Zeit. Das war's wieder mal von der Folge von 15 Versus. Diesmal gegen Calvin Klein. Und wenn ihr Bock da... Inch, das nächste Video wird besser. Hoffentlich wird das nächste Video besser. Hoffentlich wird das nächste Video besser, ehrlich.